Nochmals kurze Übersicht, die RZG-Prüfung, die letzte in diesem Semester, geht es um Entdeckung der Eroberungen. Das ist der zweite Teil. Es geht um, du kennst drei bedeutende Entdeckungsreisen um 1500. Da haben wir dieses Arbeitsblatt zusammen angeschaut. Neben Christoph Kolumbus, den ihr ja schon bestens kennt, habt ihr noch Vasco da Gama und Ferdinand Magellan kennengelernt. Und da sollt ihr über diese drei Entdeckungsreiser Bescheid wissen. Nummer 2, du kannst jeweils drei Sätze schreiben und über die Azteken und die Mayas berichten. Die Inkas haben wir noch rausgenommen. Es geht um Azteken und Mayas. Das sind die Zusammenfassungen nebst den Filmen, die wir geschaut haben. Einerseits der Text über die Azteken, das mächtigste Volk von Mexiko. Andererseits aber auch der Text über die Mayas, dass ihr diesen Text nochmals durchlest, euch vielleicht Notizen macht, drei Sätze aufschreibt, die viel darüber aussagen, über diese zwei Völker, und die auch lernt. Als drittes habt ihr, du kennst Andreas Sigismund Markgraf und kannst seinen Namen richtig schreiben. Dazu gehört auch, alle Fragen vom Ella-Auftrag Nummer 12 beantworten können, deshalb auch die gleiche Nummer. Da geht es um die Blätter Nummer 1 bis 5, wo Andreas Sigismund Markgraf steht. Lest doch nochmal durch, was er genau gemacht hat und versucht, die Fragen dazu zu beantworten. Am einfachsten geht das, wenn ihr zuerst durchlest, was ist genau passiert da, dann nachher die Fragen abdeckt und selber mündlich erzählt, was weiß ich jetzt darüber, warum war der Zucker in Europa so teuer, und anschließend auch noch schriftlich würde ich es euch empfehlen, weil man Schriftliches meistens besser merken kann. Es geht dann noch weiter mit den nächsten Seiten, Nummer 2, Nummer 3 über die Runkelrübe und dann auch Nummer 4 über den Rübenzucker, der im Aufschwung war, dass ihr diese Themen beherrscht. Wir haben da nochmal einen kleinen Reminder über Christoph Kolumbus angeschaut, was er genau wirklich entdeckt hat, also was hat er überhaupt für 5 Dinge mitgebracht, dass ihr das auch nochmal durchlest und diese 5 Dinge euch merkt. Das wäre Standard, Basiswissen. Wer noch mehr lernen kann, noch eine bessere Bewertung haben möchte, kann über Andreas Sigismund Markgraf noch erzählen, wo er war, was er dort genau entdeckt hat, dass ihr mehr Bescheid wisst über ihn. Anschließend auch über die Herkunft des Zuckers von damals und heute berichten. Das ist auch Teil von Ella-Auftrag gewesen. Von damals kann man nachlesen im Heft, heute muss man recherchieren. Und 3 Sterne für diejenigen, die da wirklich eine gute Note anstreben, wie eine 5,5 oder eine 6, geht es darum, dass ihr auch noch die Bedeutung der Kartoffel in der Zeit der Entdeckungen, also in der damaligen Zeit, nachforscht. Das kann man auch zu Hause machen. Einige haben das schon gemacht mit dem Ella-Auftrag, diesen 3-Sterne-Auftrag. Wenn ihr das noch darüber berichten könnt, das wäre dann eine 3-Sterne-Beantwortung.